Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Ordemod 6. Na, das unten muss noch weg, Peter, aber dann hast du es bald raus. Okay, und willkommen zurück zu Ordemod 6. So, weiter geht's, oder? Ja, weiter geht's, weiter geht's. Ich rutsche mal nach hinten mit dem Stuhl und gehe dann nach vorne. Damit du so einen Effekt drin hast, oder was? Ich weiß nicht, ob da ein Effekt drin war, aber schreib ganz gerne mal rein, wie das war. Ist aber nur kurz. Okay. So, okay. Hier sieht man jetzt die wunderschönen Bauten, was wir letztes Mal gemacht haben. Ich habe die Fenster nochmal geändert. Ich weiß gar nicht, ob du das schon gesehen hast. Habe ich gesehen. Also oben habe ich es gesehen. Oben? Ja, oben habe ich es gemacht. Die Wand ist ein höher und die Fenster unten sind auch ein höher. Ah ja, das ist viel besser. Ja, die Fenster hier haben mir nicht gefallen an der Seite. Ja, siehst du mal jetzt schon. Und unten habe ich weggemacht. Besser. Da kommen natürlich wahrscheinlich noch kleine Sachen rein, weil das ist echt zu blank. Und jetzt machen wir, würde ich sagen, den Aquariumteil. Hey! Das da? Ja, genau. Ich dachte, du tauschst aus mit dem, ne? Ach Mann, das vergesse ich immer, dass das existiert. Okay. Okay, also wir wollen jetzt mal hier richtig umbauen. Wobei, die Zäune müssen wahrscheinlich bleiben. Ne? Merken wir uns die Sachen, die auf den Zäunen sind? Peter, denk dran, die Zäune müssen bleiben. Sind schon mit ganz viel Grünzeug. Überall, in jede Ecke. Ach, hast du da gerade? Draußen, drin, für jeden was dabei. Ist dir überhaupt schon mal aufgefallen, dass ich der Erfinder der Büsche bin, die du überall hinbaust? Fällt mir gerade mal auf. Du bist der Erfinder der Büsche? Ja, die du immer benutzt. Komm mal hier hinten hin. Ich komm mal da hinten hin. So, die sind schon seit Folge irgendwas hier drin. Guck mal. Ja, das, aber die sind ja draußen. Ja, ich sag ja nur. Ich will ja nur sagen, dass ich die schon mal gebaut habe vor 8 Jahren. Dann darfst du dich aber jetzt nie wieder beschweren über meine Büsche, Peter. Ja doch, die passen ja draußen, aber nicht, obwohl drin sind die eigentlich auch schön aus. Nur nicht an jetzt den Pumpen. Da kam der Schuss ins eigene Bein. Der Schnitt ins eigene Fleisch. Der Schuss ins eigene Bein. Schnitt ins eigene... Okay, na gut. Jetzt machen wir alles weg. Alles weg. Noch alles weg. Alles weg. Spielen wir Sonntag eigentlich wieder das hier im Stream? Boah, machen wir das oder wie? Ich überlege gerade. Also schaltet einfach mal ein am Sonntag. Morgen gegen 19 Uhr gibt es Minekraft. Vielleicht gibt es ja auch schon das Minecraft-Übertreib-Projekt. Ich habe eine Idee, Peter. Soll das Minecraft-Übertreib heißen? Oder. Ja. Oh, sorry. War da noch Holz dran? Ey, hier sind alle Blöcke sind anders. Die musst du mit der Pickaxe abbauen. Ja. Da wirst du nicht mehr glücklich hier. Immer diese uralten Blöcke. Aber eigentlich ist das hier cool. Warte mal. Guck mal, kannst du mal kurz Richtung Aquarium kommen? Ja, ich bin da drüber. Also flieg mal hier runter rein. Hier runden, warte. Ich mach eben diese eine Zaun weg und diese eine Lampe, dann ich bin fertig. Jetzt komme ich. Guck mal, ist das vielleicht gut? Wo ist er denn jetzt? Ah, guck, da war meine Decke drin hier, ne? Ja. Sollen wir das vielleicht so groß offen lassen? Aber wo ging der dann hin? Also, ja, hier ging halt nur um die Kaktusfarm praktisch so ein Gang rum. Ah ja, stimmt. Ne, kann man lassen. Aber das wir können ja hier cool einfach einen Balkon machen. Und lange Fenster. Genau. Und wir können das Aquarium über 2 Stockwerke riesig groß bauen. Ja, wollte ich auch haben. Jetzt hast du gesagt, dass ein Aquarium reinkommt. Ich glaube, haben wir schon mal gesagt. Ne? Das haben wir schon sehr oft gesagt. Hey! Hey, jetzt hast du alles geleakt. Du solltest nicht spoilern. Oh, Halloween. Event. Wir haben immer noch keine schwarze Farbe, Peter. Sollen wir nächste Folge mal gucken, was wir mit schwarzer Farbe machen können? Sollen wir gucken, dass wir schwarze Farbe mal bekommen? Das würde mich freuen, ja. So eine Dye-Essenz. Warte. Das muss ja so bleiben. Das ist ein bisschen komisch, aber okay. Aber guck mal, das ist. Eigentlich ist das schon schade, weil das war. Oh nein. Boah, was war das denn? Hier war schon ein bisschen mehr. Peter, ich habe gerade den extremsten Fusch gefunden, den du wohl jemals in diesem Haus verführt hast. Echt? Wo bist du? Hier ist überall, hier waren Bänke gestanden. Ja. Und unter den Bänken war überall Erde. Da hast du aber jeden Wollblock gespart, ne? Ja, weißt du, wie teuer das war früher? Ohne Witz? Ja, kann ich mir vorstellen. War bestimmt nicht billig. Ja, also auch gerade für die Größe des Hauses so. Da hast du, klar, habe ich da jeden Wollblock gespart. Was hast du eine Frage? So mache ich doch auch in der Wohnung. Guck mal unter den Möbeln, da ist auch kein Laminat. Genau. Das wäre schon krass.
Obwohl früher, wenn ein Kollege mal renoviert hatte oder generell so, wenn ich mich dran erinnere, da war stellenweise um die Möbel rum, war dann halt kein Teppich. Also der Teppich war nur um die Möbel und die Tapeten waren auch nur um die Möbel. Bitte F, okay. Weil früher hatte man ja immer so mega krasse Schrankwände und da wurde die einfach nicht abgebaut, da wurde einfach drumherum gemacht. Ja. So. Ich habe immer gesehen, es gibt so richtig schöne Aquarien. Also wir haben leider noch keine Korallen und sowas. Die müssen wir halt nochmal finden. Da gehen wir auf Erkundung. Oh, da habe ich doch was für einen Livestream. Oh, stimmt. Korallen suchen und Aquarium dekorieren, ne? Ja, zum Beispiel. Weil in der Folge quasi alles durchsuchen wäre ein bisschen doof. Find ich ja. Jetzt. Da kann man die Rohstoffe finden, die dem Haus noch gefallen werden. Ihr könnt natürlich weitere Ideen für dieses Haus in die Kommentare schreiben. So. Wow. Ne? Das ja, können wir tun. Fall. Okay, das sieht doch schon mal nice aus. Das ist schon ein großes Aquarium. Hat man im Aquarium Erdboden? Erstmal schon, glaube ich, ne? Ja, eigentlich Sand. Sand? Ich wäre für Sand. Okay. Sand? Oder? Bist du auch Team Sand? Ich bin Hashtag Team Sand. Team Edward. Ich frage mich ja, was hier hinter ist, warum da kein Gang ist. Warum ist denn hier kein Gang? Ah, da ist die Küche, glaube ich. Wir müssen mehr Gänge hin, Heiko. Ja, eigentlich machen wir jetzt viele Gänge weg auch, ne? Ja, irgendwie nicht schlecht. Ob es dann immer noch CSGO-konform ist? Ja, eigentlich nicht. Obwohl, wenn du jetzt so runterhüpfen kannst, ich meine hier zum Beispiel der Balkon, den wir gerade bauen, ja. Der zählt ja auch trotzdem noch als Gang. Stimmt, da kann man ja trotzdem her, ne? Genau, muss halt nur runterhüpfen dann. Okay. Haben wir gar kein dunkles mehr? Nee, das hab ich alles. Nee, ich baue gerade neues. Aber wir haben keinen schwarzen Farben. Ja, aber wenn du weniger bestellst, dann haben wir schwarzen Farben. Aber wir wollen ja viele bestellen. Ja, viele bestellen. Schwarze Farben, viele bestellen. In Essen, also da, wo ich herkomme, da war auch immer diese, kennst du Wolle Rose kaufen? Hast du mal erzählt, ja? Also das war wirklich, also das war jetzt kein, also das wurde sehr, sehr oft irgendwie in Sachen parodiert, aber das war hier gang und gäbe bei uns. Wenn du irgendwo weg warst, egal in welchem Lokal oder Disco, da kam irgendwann einer rein, meist ja. ein Inder, sag ich jetzt mal, also ist jetzt kein, aber das war halt so, und der kam dann echt an und hat gefragt, wolle Rose kaufen. Und hast du eine gekauft mal? Nee, eigentlich gar nicht. Meine damalige Freundin kannte den Typen wohl immer über ihren Vater. Und die hat immer Rosen von dem Geschenk gekriegt. War super geil. Win-win. Ja, dann hättest du ihm auf den Maul hauen müssen, Peter. Schenkt er deiner Freundin eine Rose? Mehrere sogar. Aber ich war immer der Babbo, weißt du? Meine lief immer mit einer Rose rum und alle immer, Abo, der hat der eine gekauft. Voll gut. Boah, korrekter Typ. Korrekt. Ja, was machen wir denn draußen beim Boden? Oh, auch schwarz, ne? Wir machen alles schwarz und weiß. Machen wir die nicht lang, die Fenster? Doch, da bin ich gerade dabei. Oder so Gesichter auch, oh cool. Ja. Ich aber rede immer mit meinem Haus. Immer einen Kürbis schnitzen. Mit den Fenstern. Ich glaube, Gänge und Böden sind halt schwarz. Das passt. Das machen wir so. Aber wir haben keinen Schwarz, wenn das ist voll blöd jetzt. Jetzt kann ich hier gar nicht weitermachen. Aber hier kommt Weiß, glaube ich. Also hier können wir eigentlich kein Fenster reinmachen, ne? Nee. Aber jetzt mal nochmal eine Frage auch an die Zuschauer. Sollte man in dem Pool schwimmen? In dem Aquarium? Oder soll der Pool über dem Aquarium sein? Peter, nenn's lieber Aquarium, nicht Pool. Ah ja, stimmt. Sollte man in dem Aquarium schwimmen? Je nachdem, ne? Das ist jetzt die Frage. Kann man Delfine auch in Eimer packen? To swim or not to swim? Ich glaube nicht, ne. Die sind wenn, ein bisschen zu groß. Und wenn wir ganz feste drücken? Wie der Erfinder der Wurst, ne? Der hat auch einfach fest in den Darm gedrückt. Ja. Komm, wir schreddern das Vieh und pressen sie mit Gewalt in ihren eigenen Darm. Und dann, wow, cool. Hört sich lecker an. Gute Idee, ja. Ja, aber war ja so, ne? Vom Grundprinzip her. Finde ich schon cool. So. Ja, ich meine, wie die Leute generell auf viele Sachen gekommen sind, ist vielen, glaube ich, immer ein Rätsel. Ja, das stimmt. Irgendwas super Ekliges, was total stinkt oder was giftig aussieht. Ah, vielleicht. Kann ich da mal reinbeißen? Ja. Einmal nur. Ja, okay, viele haben wahrscheinlich auch nur einmal reingebissen, ne? Das war das Ding eben. Ja, Shoutout an alle Leute, die sich dafür
die nur einmal reinbeißen konnten, aber die dann für die anderen rausgefunden haben, dass sie nicht mehr reinbeißen sollten. Stimmt, stimmt. Bei Ratten gibt's ja auch den Job dafür, ne? Hä? Die Armen. Kennst du das nicht? Nein. Also die Ratten, die haben halt immer so einen Vorkoster. Also eine Ratte isst, die anderen gucken, was mit der passiert und dann essen die anderen auch. Ach so, und wenn die hops geht, dann essen sie nicht. Ja, genau. Dann sagen sie, oh nö, dann nicht. Und wir hatten auch mal Ratten im Keller. Jetzt kommen voll die Geschichten raus, ne? Also von meinem Vater aus, der hat dann Rattengift geholt. Ja. Und dann sollte ich das unten hinstellen, einfach nur. Und da war voll der krasse Text drauf, so voll der liebe, nette Text. So. Und dann stand einfach so, die Poren öffnen sich oder die Blutgefäße werden offen oder was weiß ich. Und die Ratte verblutet von innen. Oh. Genau, so wo ich dachte so, oh, das hört sich ja nett an. Oh. Hier mal einen hin und da mal einen hin. Oh. Bist du nicht hingegangen, so, Papa, ich möchte das nicht machen. Ja, nee, hab einfach das gemacht. In dem Keller hatten ja auch die Wände Haare und so, das war immer komisch. Wegen Schimmel, weißt du? Ah. Out of blocks. Machen wir das hier auch höher dann? Ne, gar nicht, doch, nein, doch. Das ist schon höher, also das hier muss weg. Okay, kann weg. Haben wir doppelt. Hier ist sogar Dreifachdecke, boah, bin ich ein Genius. Ja, überleg mal. Weg, also, ja. Ja, ja, du warst ein Genius, Peter, ja, ja. Oh, ich war auch Genius gerade. Warum? Was hast du weggekloppt? Alle Scheiben? Mit nix? Mit Pool? Was? Mit der Scheibe oben wahrscheinlich, ne? Ja, vielleicht. Stimmt, man hört direkt das Wasser laufen. Nur vielleicht, Peter, nur vielleicht. Oh, das ist schon geil, muss ich sagen. Aber blöd, dass jetzt, ich glaube, ich hole mal kurz schwarze Farbe. Ja? Ja, zumindest ein bisschen, dass wir da was gebaut kriegen, oder? Gibt doch irgendwo Tintenfische. Ja, guck doch mal in diesem speziellen Block, oder ist der noch geheim, der spezielle Block? Ach so. Guck doch mal in den Schwitz. Oh, Gewitter! Wo war das? Oh. In Neuss, aber da sind nur so Jellyfische drin und so. Ich weiß nicht, woraus ich... Und Tunas und ne? Ich habe das schon immer aufgeräumt. Aber noch kein Ink? Nee, aber ich glaube, wir machen mal so eine Öffnungsfolge. Das ist bestimmt geil. Wir gucken, glaube ich, nächstes Mal, was in diesen Boxen drin ist. Das ist der Wahnsinn. Hast du dir da Boxen rausgenommen, Heiko? Nein. Treasure Chests vielleicht? Nein. Das klingt nicht echt, Heiko. Doch, ich habe wirklich nichts rausgenommen. I'm innocent, not a traitor. Not a traitor? Not a traitor. Ich glaube, so habe ich letztes Mal Englisch getalkt im Stream. The last time I talked to English. This was my accent. Boah, ich weiß gar nicht mehr. Also wer es kennt, schreibt mal rein, in welchem Projekt wir das immer gemacht haben. Das war sehr... Immer. Ich glaube, das war nur eine Folge. Nee, das haben wir schon 2-3 Mal gemacht. Und dann haben wir gesagt, ja, hören wir mal lieber auf, das ist zu krass. Sonst reden wir nur noch so die ganze Zeit. Es gibt keine Tintenfische. Nein? Ausgestorben? Oh. Ich glaube schon. So viel. Aber es gibt eine Squid Essence. Gibt es auch eine Dye Essence? Es gibt auch eine Dye Essence, ja. Die ist ja voll gut. Ich mag gut, die Treppe kann hier nicht. Können wir die umbauen irgendwie? Ja, bestimmt. Welche Treppe also, meinst du? Die um die Ecke? Die muss aber geil werden dann, ne? Nee, das ist die Treppe, die hochführt zu den Garden Lodges über dem Reaktor. Aber da haut man sich immer den Kopf an und die ist an einer ganz komischen Position. Da möchtest du die nicht haben, okay. Aber das Problem ist, dass da überall offene Wände sind, sodass man die fast da haben muss. Hm. Ja, überrasch mich. Cool. Lol, hier ist ja ein Tempel, aber der ist gar nicht fertig. Was denn? Wir hatten noch einen Tempel vor der Haustür. Ja. Aber der ist gar nicht wirklich da, der ist nur so halb. Wie? Ich glaube, der ist kaputt gegangen beim Portieren. Beim Kopieren? Ja. Ah. Aber vielleicht können wir den dann leichter erkunden. Ich war schon durch. So leicht konnte man den erkunden. Und du hast kein Mining Fatigue bekommen? Nee, gar nichts. Gar nichts. Mining Fatigue. Es gibt hier keine Tintenfische. Sind die vielleicht doch so hin? Das macht mir jetzt aber traurig. Kann ich denn andere Fische auspressen? Da kommt doch, die werden doch bestimmt schwarz irgendwann. Was ist denn, wenn wir Fische gammeln lassen und dann die Fische auspressen? Ich glaube, dann stinkt's nur, ne? Ich glaube, dann stinkt's nur, ja. Ärgerlich. Warte. Nee, das wird heute nichts, glaube ich.
Aber Dicens wäre natürlich auch gut. Ja, aber dann müsste ich wieder in den Singleplayer rein. Ach so. Und Ich ist weiß, dass man auch dafür irgendwelche solche so große Flecken braucht. große Flecken. Aha. Ja, irgend so ein spezielles Teil, das aus mehreren Farbstoffen besteht. Rainbow Essence, an die ist von Reds. Dice, nee, ist auch Red. von Reds. Ach Mann, ist alles von Reds. Haben wir einen Banner? Ratzfatz. Doch, von sollen wir ein neues Banner bauen? Oh, das sieht Ah, echt wir schön könnten noch aus. ein eigenes Boah, sollen wir Banner-Design das hier machen, dann ne? wegmachen? Was denn? Die Wand hier. Wir Dann haben wir können so wir, aber offen. bringt das was? Hier, das ist dann voll offen. Dann kommt man so die Küche hoch und kann direkt in das Dinge gucken. Aber trotzdem so eine Abtrennung, also so eine Höhenabtrennung dann hier rein, ja, ne? Ja, das Also wäre das toll. muss sogar. Das wäre Oh toll. mein Gott, vielleicht könnten wir dann sogar, Das wäre ja der wenn das Wahnsinn. mal nicht, Ach so. vielleicht, maybe. So vielleicht? Und da dann White Concrete hin? Ja, weil es ja die Mauer ist. Eieiei, guck dir das mal an, Peter. Und da jetzt Abo! vielleicht noch Scheiben drauf? Und noch mehr Büsche? Ja, Busch würde dann hier hinkommen, ne? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, Heiko. Ey, wir machen hier echt Aber dann müsste die. Architectural. Können die Treppe Ja? dann hier hin? Ja, theoretisch schon, ja. Du meinst, dass die symmetrisch ist mit der? Ja. Symmetrie. Aber Wobei, mich dann macht sind der wir, mal glaube ich, in der fertig. Toilette wahrscheinlich, ne? Ah, gucke ich Ja, die erstmal. Toilette brauchen wir nicht mehr. Oh Leute, guck, was hier drunter ist. Sollen wir da so ein Glasteil dran machen, dass man runtergucken kann? Oh nein, der Creeper. Nicht deine Büsche. Ne, Ach kein so, Glasteil, wund. bitte. Kein Glasteil? Okay. Was machst du denn jetzt? Ja, die Dings, ne? Überleg mal, du machst hier gerade einen rein und dann kommt auch, hier war auch Papier drin. Da ist immer noch Papier drin, cool. Hammer, nicht vergammelt. Nee. So hat man früher eine Minecraft-Toilette gebaut, Leute. Wusste ich Oh. doch nicht. Schön, eigentlich schön. Oh mein Gott, Peter! Was denn? Wir könnten ja sogar Ach, schade, ich dachte, ich kann auf dich schießen. hier. Ah nee, das geht nicht, ne? Nee, nee. Eine Scheibe machen? Ja, hatte ich gedacht, dass man ganz durchgucken kann, aber das geht nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Boah, das ist der Aber dann habe ich Wahnsinn, was hier eine. entsteht. Ja, Korrekt. das ist wirklich schick. So, der Hammer. Das wird einfach so gebaut. Guck mal, das sieht jetzt sogar noch symmetrisch aus, ne? Das ist schon cool. Ja, und hier ist eigentlich auch ganz gut. Müssen wir nur mal gucken, was wir mit der Decke noch machen. Mit dem Boden. Ja. Ja, ich glaube, das wird am Ende wirklich so, wie du mal gesagt hast. Dass wir irgendwann das ganze Haus einfach insgesamt 3 Blöcke höher haben, weil jeder Raum einen Block höher wird. Immer weiter nach oben damit. Oh Mann, ich brauche dunkel. Also, vielleicht machen wir nächste Folge auch dunkle Farbe. Müssen wir mal gucken. Gibt es eigentlich auch andere Scheiben, so die connecten? Wie connecten? Ja, für den Pool hier oben, Beispiel. Ach so, ja, bestimmt. Ich meine, das Beste, was wir wahrscheinlich haben, ist Mana-Glas. Mama-Glas? Mana. Ach, Mana, okay. Die haben standardmäßig Connected Textures. Aber die sehen sehr. Also, wenn du da eine große Scheibe baust, dann sehen die schon sehr durchsichtig aus. Ah, okay. Also sehr, ne? Sehr, sehr. Ja. Ah, es gibt, glaube ich, mehrere. Gibt auch Dark Runic Glass. Oh, die verbinden sich ja Und gar nicht, ne? Glass. Und Structural Glass gibt es auch noch. Das baue ich mal kurz, pass auf. Panzerglas. Structural Glass, Panzer Structural Glass. Glass. Was? Instaglass? Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Was habe ich denn gesagt? Der weiß nicht. Instaglass. Wo ist denn jetzt mein Boah. Instaglass. Structural Glass, da ist es. Also Oh, erstmal ins Deck ui. gebaut und dann gucken, was man macht. Dann können wir schauen, ob es gut aussieht Das oder war nicht. ja die Höhe, ne? Boah, das ist schon echt gut geworden bis jetzt, muss ich sagen, Peter. Ich glaube aber, die Scheiben hier vorne. Ne, okay, das verbindet sich schon mal nicht. Schade. Aber ich glaube, die Scheiben hier auf der Innenseite müssen wir anders machen, oder? Ich glaube, dann Was müssen wir denn, die nehmen, die welche? ich habe. Was meinst du? Dann müssen wir Blöcke nehmen fürs Aquarium. Ach so, wegen Luftdingern. Genau. Was ist denn, wenn wir... Ah ja, das Glas geht, aber das geht voll klar.
Du weißt schon, was jetzt kommt, ne? Oh nein. Guck mal, Achtung. Schau. Nein, ich will nicht schauen, du baust wieder irgendwas. Warte. Ja, aber was Gutes. Echt? Gut. Naja, nicht so ganz, aber... Also den hat jetzt gewaterlockt, aber das Wasser fließt auf der anderen Seite nicht raus. Aber es ist halt trotzdem Wasser auf der anderen Seite. Okay. Also nicht... Oh nein! Jetzt fließt es raus, weil ich es geupdatet habe. Nee, nicht so ganz gut, glaube ich. Warte, ich komme nochmal rein. Ich stecke nochmal meinen Kopf rein. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zugucken. Schreibt ganz gerne mal rein, wie ihr das findet. Ich glaube, das wird schon sehr, sehr insane hier alles. Insane. Ah, super. Das hast du da, glaube ich, einen Wasserblock gemacht. Nö. Nicht? Ja, dann ist ja gut. Also, hau da rein und bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.